Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. So, meine Freunde, und ihr habt es bestimmt schon mitbekommen, wir zocken jetzt eine Runde The Binding of Isaac Rebirth. Ich werde den pixeligen Stil extra mal drin lassen. Und wir zocken auch mit Gamepad. Also ich habe hier auch schon mal, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen gezockt. Und wir nehmen jetzt auch das allererste. Wir werden auch hier jeden Run aufnehmen. Egal was es ist. Egal ob er schlecht oder gut ist, habe ich mir überlegt, das wird ein komplettes Uncut werden, weil mein anderes Projekt mich in den Wahnsinn treibt. Und wir haben natürlich hier auch gleich mal, was ist das? Tooth Shot. Okay. Er schaut aus, als ob er eins auf die Schnauze gekriegt hat. Gut. Also ihr dürft es mir aber bitte nicht zu übel nehmen, wenn ich mich mal konzentrieren muss an einem Raum. Ich zocke hier am Computer das erste Mal mit dem Gamepad. Also halt nicht das erste Mal. Ich habe schon die letzten paar Tage mal ein bisschen mich in das Gamepad reingefühlt. Und in Isaac. Pretty Fly ist immer gut, habe ich festgestellt. Pretty Fly kann man sich nicht beschweren. Das ist ein bisschen... Ah ja. Ja, ich bin noch nicht so skillhaft, muss ich sagen. In Isaac. Ich habe nur festgestellt, dass ich mit Asael einen ziemlich guten Run hingekriegt hatte. Asael war der erste. Fliegen da Zähne mit raus? Ab und zu mal. Ja, da fliegen auch. Ah, ja. Mit Asael habe ich einen guten Run das eine Mal hingekriegt gehabt. Das trifft nett. Und. Ja, da. Ja, gut. Da hat uns das Spiel auch immer gemocht, muss ich sagen. Oh. Los, aufpassen hier. Nicht so einfach wie man glaubt. Ich habe gedacht, das ist ein cooles Spiel, hole ich mir mal. Dann habe ich das erste Isaac auch mal runtergeladen. Da ging es ziemlich geil mit... komm, jagen wir uns in die Luft. Drum uns in der Truhe drin ist, vielleicht haben wir Glück und ist eine Bombe drin. Okay. Der kaputte Magnet. Naja, was will man machen? In dem Goldraum waren wir schon, gehen wir nochmal hier rüber. Die Dinger, die Heulis da, die heulen immer ein bisschen rum. Eine Bombe, die nutzen wir doch gleich. Um
den anderen Gegner auszuschalten. Gut, jetzt haben wir zwei Herzen. Also ich habe es mal so vorgestellt, wenn mal ein Run nicht so schlecht nicht gut läuft und wir auf es, also er einfach beschissen läuft und wir auch drauf gehen sollten, würde ich den trotzdem mit reinnehmen. Den Run. Aber ich werde dann noch einen zweiten Run mit reinschneiden. Kommt drauf an, wie lang der Run jetzt geworden ist. Werden es zwei Runs werden, voraussichtlich. Der Duke of Flies, da muss man ein bisschen rumkiten. Ein bisschen hier auf Abstand eher bleiben. Das dauert immer ein bisschen. So hat es bis jetzt immer ganz gut geklappt. Da hat man gerade mehr Glück als Verstand gehabt. Na komm. An sich steckt er nicht viel ein, wenn man gut treffen kann. Wenn man ihn gut treffen kann, aber er wird halt auf der anderen Seite durch seine ganzen Fliegen beschützt. Also, es werden bestimmt schon einige hier dieses Spiel mitspielen. Und bestimmt auch besser als ich. Was ist denn das? Ich weiß auch nicht. Range Up ist auch gut. Ich weiß auch nicht, muss ich ehrlich sagen, noch nicht, was die ganzen Sachen sind. Gehen wir hier rein? Wir gehen erst rein, wenn wir mal ein Herz finden und wir haben keinen Schlüssel. Fängt es schon wieder so an? Also ich habe jetzt auch gerade echt einen geilen Run gehabt. Nach 10 schlechten Runs. So, da ist ein halbes Herz. Okay, das machen wir so. Immer gut. Da ist gerade was explodiert. Oh Gott. 3. Ich habe gedacht, das wären jetzt halt... Die habe ich jetzt gar nicht so wirklich gesehen, muss ich ehrlich sagen. 2 habe ich gesehen. Okay. Gut. Da sind die scheiß Flammen, die schießen. Das können wir doch gleich mal ausmachen. Wir haben einen Schlüssel und gehen runter in den Goldraum. Holen uns dieses halbe Herz noch. Gut. Was gibt's denn sonst noch? Den Stachelraum hier oben. Wir haben Best Damage Up plus HP Up. Das ist immer gut. Ja, das ist immer gut. Stachelraum möchte ich noch nicht unbedingt gleich gehen. Hat schon, ich hab einen Run jetzt halt auch gehabt, aber das war eigene Dummheit, warum ich der Run nicht funktioniert hat. Ich habe ein ziemlich geiles Item im Devil Deal gehabt, gerade eben, also wie ich es mir gerade gezockt habe. Und was ist, ich habe nicht darauf geachtet, dass ich keine Herzen mehr habe. Also ich hatte noch ein halbes Seelenherz oben stehen und ein ganzes ein rotes Herz. Und was ist, ich laufe dann natürlich nach einem Monster, hatte ich anfangs, muss ich sagen, auch Probleme, wo wir den gerade sehen. Anfangs ziemliche Probleme mit Monster umzugehen. Mittlerweile geht es ganz gut. Immer lieber ein bisschen auf Distanz bleiben. Auch im Ausweichen von dem Zeug hatte ich auch ziemliche Probleme. So wirklich viele Runs waren es nicht, wie ich dann weit gekommen bin. So, wir schießen mal den da oben weg. Weil ich werde nicht, dass ich aus Versehen ranlaufe. So. Und gleich haben wir. Wir haben ihn. Und ein Seelenherz. Das ist ganz geil. Monster's Tooth. Was ist das? Shot Speed Up ist ganz immer gut. Hermit. Was macht Hermit nochmal? Also, das ist jetzt das neue Projekt, muss ich auch ehrlich gestehen, was jetzt halt hier ist. Denn das andere Projekt, das hat mich... Das ist jetzt auf Eis gelegt, das Dark Force Lost Souls. Ah, teuer. Ich hätte lieber das Herz liegen lassen sollen und da oben liegt ein rotes. Gut, wir haben keine Schlüssel. Keine Bomben. Wir können das Ding auch nicht aufmachen. Oder irgendwie wohin kommen, wo man... Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen runter. Was war nochmal Hermit eigentlich?
Ach, du wirst in den Shop teleportiert. Es bringt mir natürlich bei meinem jetzigen Geld nichts. Du musst gleich lieber zur Seite, falls wir sterben werden. Das ist übrigens der erste Run, wo ich gleich mal ein Damage an habe. Das ist natürlich cool. Die Münzen werden hergesagt, nichts anderes. Da ist ein Schlüssel, da müssen wir mal kurz warten. So, jetzt gehen wir gleich hier in den Goldraum hoch. Was war das nochmal? Das hat schon mal. Ach, Damage Resistance, das nehmen wir auch immer gern mit. So. Wie komme ich denn an das Herz daran? Gar nicht. Wenn ich fliegen könnte. Das können wir aber nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich mag die nicht. Sagen wir es mal so glimpflich ausgedrückt. Und die mag ich auch nicht. Überhaupt nicht. Die explodieren. Bleiben wir mal lieber hier oben. Gut, zwei auf einmal. Geht halt mal drauf, verdammt. Gut, einen Kampfraum mache ich. Ich habe das jetzt nicht. Wow, da war eine Spinne. Die habe ich nicht gesehen. Gehen wir mal hier unten und gehen mal von unten ein bisschen weg. Ja. Ja, bleib doch mal da. Stehen. Ja, komm, bleib stehen. So, jetzt noch dich. Oh Gott. Das Ding auf einmal auf mich zukünftig kommen. Hier haben wir ja schon den Bossraum. Gehen wir mal weiter rauf, ne? Hier waren wir noch in einigen Räumen nicht drin. Oh, stimmt, die schießen ja. Die schießen ja. Die schießen ja. Da war ja was. What the fuck? Oh Gott! Hilfe! Kann ich jetzt auch nicht ausweichen. Danke. Bombs RK, okay. Gehen wir mal da rein. Bombs RK, weiß ich noch nicht. Was ist das? Bad Trip, das ist natürlich jetzt richtig scheiße gelaufen. Noch zwei Herzen. Aber Bomben. Bombs RK. Hier könnte der Geheimraum sein. Was ist mit meinen Bomben passiert? Ich habe doch gerade im Stachelraum Bomben eingesammelt. Ich gehe da jetzt nicht nochmal nach. Habe ich jetzt liegen lassen? Jetzt haben wir noch anderthalb Herzen. Jetzt haben wir noch anderthalb Herzen. Wir müssen jetzt hier rein. Oh Gott. Oh! Der kann chargen? Wusste ich gar nicht. Der ist sonst immer bei mir auf einem Fleck stehen geblieben. Hat sich sonst nie bewegt. Oh nein, 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 nein. Und wie gesagt, wenn wir einen schlechten Run haben. Was auch ab und zu meine Dummheit mit ist. Nicht nur das Spiel. Ja. Ja. Und ich würde sagen, wir machen gleich einen Restart.
Wir nehmen gleich noch eine Runde auf. Weil das war jetzt echt mit meiner Dummheit. Und auch, naja. Bisschen verfallen. Jetzt. Keine Ahnung, was das Ding macht. Sticky Babies? Ja, wir gehen aber noch nicht in Stachelraum. Heißer Grund. Weg. Oh. Er ist schon mal verlangsamt, das ist auch gut. Okay. Ach, so, ja. Okay. Kann man was mit anfangen? Hier ist der Startraum. Oh. Da hatte ich jetzt auch gerade Schwein gehabt. Hüpf doch nicht immer nur da entlang. Such dir mal was anderes aus zum Öffnen. Wir haben eine Bombe, haben aber keinen Schlüssel. Auch nicht so nice. Herzen, das heißt, wir können schon mal einen Stachelraum, ohne dass uns großartig was passiert. Und da gehen wir doch auch gleich rein, wenn anderthalb Herzen hier rumliegen. Ja, das ist doch schon mal was Schönes. Ist ja nicht tot. Ja. Das ist schon mal was Gutes. Hier haben wir aber immer noch den rumliegen. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Nein, hier ist er nicht. Die andere Bombe möchte ich aufheben. Wir haben keine Schlüssel wieder. Oh Gott, die Görgläser. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Ich hasse sie einfach abgrundtief, die Görgläser. Nein! Und ich laufe nein. Wie gesagt. Zum Teil meine Dummheit oft. Mal schauen, dass wir ihn slowen können. Mit. Und wie in dem Fall nicht ausweichen können. Gerade selber eine Falle gestellt. Die Fliegen müssen wir mal als erstes wegkriegen hiermit. Die sind nicht so nice. Schauen wir, dass ich ein Gurgling gleich wegkrieg. Dann wird's nicht schon mal einfacher. Boah, Gott. Warum bist du nicht geslowt worden? Na komm. Tu mir den Gefallen und sterb einfach. Danke. Damage up. Jederzeit gerne. Gut. Na gut, die sind auch irgendwie richtig putzig. Die machen nämlich gar nichts. Gucken nur traurig. Bad Trip. Ich hab
natürlich immer wieder ein Schweineglück, kein Schlüssel aus dem Goldraum. Aber Bomben. Kein Schlüssel mehr aus dem Goldraum, toll. Ach, die Dinger machen solche Spawner. Okay, cool, eine Münze. So. Und dich noch, du hockst natürlich gerade genau auf einem Stein. Jetzt nicht mehr. Und zack. Da ist der Shop. Oh, nein, das wollte ich nicht. Das war die falsche Taste. Easy. Kacki. Okay. Ganz viel Kacki. Okay, gibt's hier sonst noch was außer Kacki? Nö. Und okay. Hier ist der Bossraum, aber ich würde sofort gern schon noch irgendwie schauen, dass wir in den Goldraum kommen. Hier oben. Hier könnte der sein. Genau, hier ist er auch. Was ist denn das? Shielded Tears, das ist gut. Das ist gut. Shielded Tears ist schon mal gut. Ist schon mal echt nicht schlecht. Hier sind wir irgendwie. Bitte lasst einen Schlüssel droppen dann. Oh, bist du gerade explodiert? Eine Bombe. Okay, wir haben zwei Bomben. Eine will ich ja sowieso immer aufheben. Dann sprengen wir uns mal in den Shop rein und schauen mal, ob wir hier einen Schlüssel haben. Und wir haben einen Schlüssel. Das ist perfekt. Die drei Münzen schmeißen wir hier rein. Das ist perfekt. Wir haben einen Schlüssel Was ist das? Dirty Touch. Also Touch ist schon mal immer so. Ja, ich muss getroffen werden. Ich will gerne mal wissen, woher uns die ganze Spiders herkommen. Ein Ding. Oh Gott, Monstro und die. Okay, Monstro an sich. Ja, Monstro kriegen wir hin. Das ist gut. Der dauert ein bisschen. Machen wir es so, dann geht es ein bisschen schneller hier mit Monstro. Und das war's mit Monstro. Wir haben einen Devil Dean gekriegt und HP up, Lunch, das ist auch gut. Was gibt's in den Devil Dean? Das Ding, was macht denn das? Curse up. Okay. Jetzt haben wir immer noch drei Herzen, wir kriegen kein Herz drauf. Es wird nicht mehr mit unseren Herzen. Merkt ihr das? So, okay. Die, oh Gott, ich hasse sie wirklich. Oh! Nein, laufen. Mach auf, mein Kleiner. Ich habe ihn nicht getroffen. Mach auf, mein Kleiner. Was geht denn mit mir? Ich treffe den nicht. Jetzt. Was haben wir da drin? Eine Bombe, die uns trifft. Wir brauchen
brauchen wir gleich zwei Schlüssel und dann ist der Kampf draußen. Hier ist der Stachelraum. Die kann ich auch überhaupt nicht ab. Die kann ich überhaupt nicht ab. Die kann ich überhaupt nicht ab. Aber mit Slow geht's. Das lasse ich mal liegen. Noch. Wieder kein Schlüssel. Wieder kein Schlüssel. Wir können ja eigentlich so stehen bleiben, noch die Shield of Tears. Gibt's hier was im Feuerfall? Hier im Feuer gibt's die Schwermünze. Oh Gott. Was trifft mich denn? Ah, ich geh... Ach, da hinten das Feuer, das habe ich gar nicht gesehen. Das Feuer, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Geht es schon wieder so los? Jetzt haben wir zwei Herzen. Nimm's raus. Ich muss mehr auf meine Umgebung achten. Ich muss mehr auf meine Umgebung achten. Die, naja, ist in Ordnung. Ist nicht so schlimm, immer ein bisschen drauf achten, wo was herkommen könnte. So, zack, zack. Und das war knapp. Nimm eine Bombe. Ich schätze, der wird hier sein. Yep, der ist auch hier. Wir kriegen Geld. Nichts außer Geld kriegen wir. Das halbe Herz lassen wir da nochmal liegen. Wir haben keine Schlüssel schon wieder. Das fängt doch schon wieder so geil an, dass ich eigentlich so... Ich muss Goldräume liegen lassen, weil ich keine Schlüssel habe. Das nervt mich schon wieder. Das nervt mich echt. Oh, warum bin ich so nah dran an dich? Der zieht sich jetzt ein bisschen. Der ist nicht... Tragisch. Oh Gott. Der andere ist halt immer ein bisschen dumm, aber sonst ist der Gegner hier nicht tragisch. Der Fatty Mac Fatfett. Fatty Mac Fatfett ist nicht so schön. Und da. Wir haben keinen Devil Deal. Doch, wir haben einen Devil Deal gekriegt. Tears Up Lost Shot Speed. Das ist gut. Ich nehme. Die hätte ich gern beide. Aber ich habe nur. Dann nehme ich hier. Haben wir wenigstens ein bisschen Unterstützung im Schuss mit. Und wir gehen nochmal zurück und schnappen uns dieses halbe her. Statt von lang. Und das weiße Herz hier noch. Dann haben wir unser Herz nämlich gleich wieder, wenn wir runterkommen. Da ich Schlüssel und nichts habe, muss ich leider den Goldraum lassen. Muss ich den leider so stehen lassen, wie er ist, der Goldraum. So, da ist ein Raum mit zwei Schlüsseln, der war schon immer, aber ich denke nie so. Mag ich hier auch nicht. Aber durch die Schilde Tiers haben wir einen Vorteil, dass wir stehen bleiben können. So schießt und wartet es überall, hey. Der hat eine Batterie gedroppt. Ruhig
hier nicht rankommen. Hier ist eine Tür. Wir haben endlich mal einen Schlüssel. Und es trifft sich gut. Hier ist der Goldraum. Hier sind natürlich auch ganz viele Pillen. Mit Pillen kann man sich viel versauen. Mit Pillen kann man sich sehr viel versauen. Kann aber auch echt Glück haben mit Pillen. Teleport. Das merken wir uns. Hier ist wieder Kaki. Da wird sowas wie auf Lemon Party und sowas drauf. Teleport. Naja, ist auch nicht schlecht. Wir wissen, dass wir hier reinkommen. Das ist wieder so ein halbes Herz. Wir kommen uns wieder erst zum Schluss. Nein! Falsche Taste. Ja, und so erledigt man sich die Bomben auf. Warum tatschst du denn noch von da? Hängst du hier fest? Du hängst hier fest, Kaki. Wie lange du da festhängst? Oh, jetzt hängt er nicht mehr fest. Na gut, er hat noch ein was gebraucht. Ja, geh halt kaputt, Kaki. Und wir haben unsere Bombe wieder. Ja, ich muss ich sagen, auch extra für das Spiel einen Controller gekauft, einen kleinen. Nein! Ich bin in Kaki gelaufen. Wir haben einen Schlüssel. Haben wir den Goldraum eigentlich schon? Wir wissen, wo der Goldraum ist. Wir gehen aber trotzdem mal in die Richtung weiter. Oh Gott. Oh Gott. Ich mag den nicht. Und wir haben gleich noch einen Schlüssel. Das ist... drei Schlüssel haben wir? Wo kommt der... Na, ich frag mal nicht nach, wo der die kommen. Euch ist bewusst, dass ich euch hasse, oder? Mach auf. Mach auf. Halt auf, immer wenn ich dann weglaufe, machst du auf. Oh Gott. Man hört so. Ich glaube, die furzen. Furzen die? Ich weiß es gar nicht. Furzen die? Klingt auf jeden Fall so, ne? Okay, das ist. Also, jetzt kriegen wir Schlüssel. Toll, jetzt kriegen wir Schlüssel. Oh Gott, so spannend. Ich habe jetzt irgendwas erwartet, aber nicht sowas. Jetzt nehmen wir mal mit und haben wir wieder ein volles Leben. Wir hätten auch genug, um uns zu sagen, wir gehen jetzt mal hier rein. Was ist das? Genug Geld und auch Schlüssel übrig. Oh nein, der Raum hat sich resettet. Der Raum hat sich resettet. Ich nehme das. Ich weiß immer noch nicht, was das macht. Hey, tastes like burning. Schmeckt wie brennen. Ohne. Triple Shot. Jetzt sieht es schon mal echt besser aus. Triple Shot plus Shielded Tears. Das ist gut. Ich beschwere mich schon nicht mehr. Hier nehme ich das halbe Herz noch mit.
hier in den Zweischlüsselraum. Hier ist ein Herz. Im Zweischlüsselraum gehe ich nicht. Gehen wir da rein, wir hätten vier Schlüssel. Wir hätten hier aber Schlüssel. Gehen wir mal hier rüber. Und holen mir dieses Herz, das halbe. Oder warte mal, hier unten liegt ein halbes Herz, hier oben liegt ein halbes Herz. Wir haben zwei halbe Herzen. Wie in einem super geheimen Raum. Zack, nehme ich. Der Geheimraum weiß ich auch, wo er ist. Ich bin mir mal ziemlich sicher, wo der ist. Da gehen wir hier drüber rein. Der Geheimraum hat mir irgendwie in dem Spiel hier noch nicht wirklich... Der ist hier nicht. Ich war mir jetzt ziemlich sicher, dass der hier ist. Zack. Wir haben ein Herz mehr. Ich muss ehrlich sagen, jetzt wurde ich mich nicht enttäuscht. Sechs Bomben. Hier ist er dann. Bomben. Da nicht Blumen draus. Im Normalfall. Ich schau, oder? Na gut, den Fischkopf habe ich auch schon 1000 Mal gehabt in einem Run. Okay, wir haben noch Schlüssel. Und wir schauen jetzt mal an. Ja. Ich will in den Shop, um mir was zu kaufen. Und wer steht da? Als erst, wenn ich wirklich mal sage, ich kaufe mir was. Kommt der? Wenn ich sage, ich habe Geld, ich kann mir mal was kaufen, steht der da. Jetzt habe ich gedacht, ich bin da oben rausgelaufen. Einmal sage ich, ich kann mir was leisten und was kaufen, steht der Idiot da. Ich mag den übrigens. Okay, ich mag alles nicht, was mich angreifen will. Aber der kommt immer dann, wenn man Geld hat. Die Görgli, ach nicht Görgli, Speggy, ach, der komische Haufen da. Können wir jetzt eigentlich durch die Schilde Tiers, können wir ruhig gechillt hier stehen bleiben. Aber voll gechillt. Durch den Triple Shot und den Schilde Tiers können wir hier stehen bleiben. Und ich bleib auch hier stehen. Ich bewege mich keinen Millimeter. Okay, vielleicht jetzt hat... Ach so, der ist eh schon tot. Little Chubby has appeared in the basement. Was macht das? Evil up. Evil up. Nein! Ach, und ein schwarzes Herz habe ich gekriegt. Cool. Dich nehme ich auf jeden Fall. Dich nehme ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall nehme ich dich. So, wir sind jetzt hier. Tiefen 1. Habe ich gerade One-Shot gemacht mit meinem Trainer? Ein Schlüssel und da wir 6 Bomben haben, sag ich auch mal hier. Es brennen unsere Hände oder brennt unser Arsch? Ich weiß es nicht. Und ein Seelenherz, auch nicht schlecht. Und was ist das? It calls. Ne, nochmal einsammeln. It calls out to this brother. Ich hab keine Ahnung, was das macht.
Taste like burn? Nee, unsere Hände brennen. Okay, ich nehme jetzt mal das mit. Ich weiß nicht, was das kann oder was das macht, aber vielleicht hilft's ja. Oh, holy shit. Achso. Brimstone. Der ist einfach so heftig. Der kleine Teufel da, der ist so heftig. So, schauen wir mal in den Kampfraum jetzt. Doch mal, nein. Eine Gold... Nehme ich. Ich hatte auch mal den einen Skeletthand, die von oben immer runterkommt. Oh, da war einer. Ich habe ich gar nicht gesehen. Die Skeletthand, die von oben runterkommt. Die war natürlich immer nur einer. Auch richtig heftig. Die machen wir mit Brimstone, weil da geht es so auch durch. Naja, ein Treffer ist in Ordnung, finde ich. Ach, hier noch nicht. Ein Treffer, finde ich, ist verkraftbar. Okay. Okay, wir haben jetzt einer, der zusätzlich für uns schießt. Oh Gott! Die Dinger, ich hasse sie. Die stecken aber auch echt ein. Irgendwie. Oh, ich bin reingekommen. Wo sind die jetzt aufgetaucht? Will ich den Brimstone noch laden lassen. Deswegen schieße ich dauerhaft hier durch. Okay. Gut, wir haben wieder einen Treffer kassiert. So viele rote Herzen. Wir können damit nichts anfangen. Achso, das sind die Spinnen. Da lebt noch einer. Brimstone. Nicht getroffen. Brimstone, übernimmst du? Danke. All stats up, das ist... Okay, unsere Stats sind jetzt nicht so bombastisch. Ach du Scheiße, haben wir Riesendrehen. Was ist das? I think it's broken. Okay, da. Würde ich mal sagen. Nein. Hier? Auch nicht. Könnte noch hier unten übrig bleiben. Auch nicht. Haben wir den Geheimraum schon? Nein, haben wir noch nicht. Hier oben links und rechts könnte er noch sein. Wir haben ja jetzt genug Bomben, um mal wirklich zu suchen. Hier oben links und rechts ist er nicht. Hier vielleicht. Hier nicht. Hier? Auch nicht. Okay. Oh Gott, nein, die Hände. Ich hasse sie. Weil die ist gekillt. Und die Viecher hasse ich auch. Sobald jetzt einer aufmacht, lasse ich los. Dann lasse ich Brimstone los. Na, macht halt auf. Ja, mach halt auf. Ja,
das Faith ab. Mhm. Nee. Nee. It calls out to the brother. Okay. Das war nicht gut. Was ist das? It feels... It feels... Geheimraum? Kein Geheimraum. Oh, ich lauf nahe. Da könnte ich mir jetzt schon wieder selber in den Arsch beißen, weil ich überhaupt... Weil das ein Fehler von mir war und ich nur gerade Scheiße spiele. Das kann doch nicht wahr sein. Und so ändert sich der Run, mit dem ich echt gerade super war und alles in Scheiße, weil ich nicht aufgepasst habe. Ach, das sind. Hier ist der Bossraum. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssen doch hier noch irgendwo. Ja, Geheimraum. Ja, es schaut schon besser. Die Bombe hebe ich mir lieber mal auf. Die kann man immer noch taktisch einsetzen. Fast reingelaufen. Die Bombe kann man immer noch taktisch einsetzen. Ein Spielautomat. Möchte ich nicht. So ein Raum. Wegspringen? Nein. Ich müsste durch die Stacheln laufen und ein Herz riskieren. Und das möchte ich gerade nicht. Auch wenn wir vom Spielautomat eins wiederkriegen könnten. Chubby. Oh Gott! Zu lang. Speed up and size down. Paralyse. Devil Deal haben wir auch. Dann nehmen wir nur die schwarzen Herzen. Nichts anderes. Und wir kommen hier raus. Okay. Nur die schwarzen Herzen und nichts anderes. Gut. Das ist jetzt immer ein guter Run, eigentlich. Oh Gott. Bin ich von den Briten getroffen worden? Ah, ich muss hier oben im Eck stehen bleiben, stimmt ja. Alter. Ich stelle mich gerade wieder an wie der größte Vollidiot. Muss ich ehrlich sagen. Ich sag noch, ich glaube, ich muss da oben im Eck stehen bleiben. Und renn erst mal weg. Thank you.
nichts. Nichts von Bedeutung. Okay. Wir warten, bis der nochmal auslöst. Und jetzt. Oh Gott, die Monster-Vaginos. Du auch so bist aus wie ein Monster-Vagina. Bombe nehmen wir mit. Der kann chargen, aber ist nicht gut. Der war eh da drin gestanden. Und wir gehen in den Spielraum. Ich nehme den, das hier. Spielen wir mal eine Runde. Ich hoffe übrigens, der Sound und alles passt. Das ist nicht, ich bin noch nicht großartig zum Einstellen und alles gekommen. Das war wieder so eine spontane Aktion von mir. Ich hoffe, dass es nicht zu laut ist. Oh. Was ist eigentlich cool? Tears down. Explodiert, aber hier können wir ein bisschen. Hier haben wir noch zwei halbe Herzen, da können wir noch zweimal ranlaufen. Sprengmann. Schon. Kann doch nicht wahr sein. Schmeiß doch mal was Nützliches raus. Haben wir so wenig Luck? Okay. Ich glaube, das wird nichts mehr. Okay, wir haben Schlüssel gekriegt. Das ist jetzt unsere letzte Münze. Drückt mir die Daumen. Okay. Nur Schlüssel? Naja. Ein Herz. Ah! Wo ist denn der Shop zweimal abgesperrt? Das ist gar kein Shop. Die 5. Was macht die 5? Ich habe keine Ahnung. Du bist ein Herzenbettler. Hä? Wo war denn da jetzt einer? You feel balanced? Was verändert bei uns? Oh Gott!
der normale Shop. Bist du schon wieder da? Hatte ich dich nicht in dem Run schon mal? Das war wieder kein normaler Spieler, nur der. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hey, falsche Richtung, Brimstone. Wir haben jetzt eigentlich hier auf der Karte nichts mehr bis auf die 5. Und Isaacs Macht. Und wir stellen uns hierher. Oder auch nicht. Na doch, wir stellen uns hierher. Au! Klappt das sonst auch immer? Okay, wir müssen jetzt doch noch ein bisschen rumlaufen. Alter! Das läuft gerade gar nicht gut, Jungs. Das läuft gerade echt scheiße. Oh, Glück gehabt. Jetzt passiert. Nein. So. So, Leute, wir haben es leider nur bis daher geschafft. Und das waren jetzt 2 Runs. Ich würde sagen, ja, wir haben ein bisschen was freigeschalten, so wie es ausschaut. Oder haben wir was freigeschalten? Asael haben wir freigeschalten. Ich glaube, das nächste Mal werden wir auch mit Asael hier spielen. Und gut, das war jetzt ein Run. Oh, es waren jetzt 2 Runs. Ich würde sagen, wir sehen uns und tschüss, ihr Lieben, bis zum nächsten Run.